Da sind wir auch schon wieder. Machen wir direkt weiter mit der Quest, würde ich sagen. Und zwar, ja, jetzt hat sich jetzt einiges verändert. Fangen wir mal an. Ah ja, muss ich verstecken. Okay. Gennadius töten, um das hier zu beenden. Ansonsten haben wir hier noch Rot, Rot, Rot. Ziele. Das sind jetzt hier natürlich die Schlange. Ach Quatsch. Wieder, ja, da, die Schlange. Und die anderen sind auch schon tot. Ach stimmt, einen hat sie ja gesagt, hat sie gekriegt, ne? Na gut, Karte. Finde und töte die Schlange. Stufe 11. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tückisch. Sollten wir vielleicht dann doch nochmal in Richtung Quests gehen. Fähigkeiten, Entschuldigung. Ich möchte jetzt eigentlich noch nichts nehmen, wo ich nicht weiß, ob ich das jetzt brauche. Das haut mich alles gerade nicht so von den Socken, diese Fähigkeiten. Wir machen erstmal weiter. Gucken, ob es hier noch was Cooles gibt. Was ist das? Achso, da kann man das verlassen. Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Ja, das Schlitzohr. Okay, dann gehen wir. Okay, da sind wir. Oh, wieder Feuer. Feuer ist immer nicht gut. Haben wir vorhin schon festgestellt. So. Hier sind Pferde. Nehmen wir uns so ein. Und dann schauen wir uns Alexandria noch mal ein bisschen an im Vorbeireiten. Aus dem Weg! Was denkst du dir dabei? Idiotin! Papa, bitte! So, wir sind nahe dem Missionsziel. Dann rufen wir mal den Vogel. Das sind ja hier schon mal Wachposten. Die auch? Ja. So. Wo ist denn unsere Quest? Sie hier? Oh ja, da ist er. Das wird hier eine große Nummer wieder mal. Aber der steht natürlich jetzt hier oben, das ist praktisch. Vielleicht können wir da schnell hin, ohne dass wir groß Action machen müssen. Dass wir ihn da oben mit seinen zwei Männekister kriegen. Und hier muss man jetzt aufpassen. Sperrgebiet. Okay, alles klar. Oh, da kommt er uns sogar schon entgegen. Das kommt uns sehr gelegen, wenn er hier jetzt runterkommt, tatsächlich.
Aber der hat Kraft. Wo läuft er hin? Nirgends, der bleibt stehen, das ist gut, das gefällt mir. Du da! Halt! Oh, er hat mich gesehen. Ach, der da oben. Okay. Halt! Bleib stehen! Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich kann mich doch gar nicht sehen jetzt. Das sind jetzt eigentlich gerade schon wieder zu viele hier, die hier gerade rumtanzen. Das, da haben wir, glaube ich, das habe ich das Momentum verpasst. Kann man doch bestimmt jetzt hier runterziehen. Sag ich ja. Genau so. Dann komm nochmal her. Na komm. Hier passieren komische Dinge. Komm doch rüber. Schau es dir an. Ist wichtig. Du musst doch hier aufpassen. Komm. Ja. Faule Bande. Na los. Ach, der klettert hier tatsächlich hoch. Den Docks zusammen und verhört sie. Und mit der nervt hardcore. Der muss weg. Wir müssen doch irgendwas wissen. Wie du wünschst, Gennadios. So, jetzt geht er wieder da runter wahrscheinlich. Wieder zur Tür raus, Hafen und dann wieder hier hoch. So, und in der Zeit haben wir Zeit, hier nochmal ein, zwei Leute aus dem Weg zu räumen. Oder wir machen so einen super Angriff. Aber ich glaube, bei denen. Was ist das? Falle legen. Das machen wir. Falle legen ist gut. Und das heißt, wie funktioniert das jetzt? Oh, halt, sagt er. Nee, halt wollen wir nicht. Kommt der? Was hast du hier verloren? Kurz zeigen. Okay, den müssen wir jetzt mitnehmen. Dann werfen wir den hier hinten rein. Zack. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Falle legen irgendwie bedeutet, dass man da mit einem Pfeil drauf schießen kann, mit so einem Feuerpfeil oder sowas.
Ach, guck mal, so da, nämlich jetzt Feuer, Feuer, zack. Und dann fängt das an zu brennen. Das ist natürlich perfekt. Das machen wir gleich. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Geht der jetzt eine andere Route? Nee. Kommt erstmal einmal da unten hoch und dann sollte er da die Treppe hochgehen. Ansonsten hätten wir hier oben noch eine Armbrust. Das ist natürlich auch krass. Das ist dann Plan B. Dann machen wir ihn einfach mit der Armbrust weg. Mit dem fetten Teil. Mannigfaltige Möglichkeiten. Ja, Ruhe und Geduld hatten wir bisher nicht. Jetzt probieren wir das mal. Ist nur ärgerlich, dass die so viel stehen bleiben. Also schöner wäre es, wenn sie wirklich durchlaufen würden. Und ich hoffe, er geht jetzt wirklich den gleichen Weg. Ansonsten gehen wir direkt zur Armbrust. Ja, doch, jetzt. Okay, das klappt nicht. Das hätte man wahrscheinlich mit einem Feuerfall machen müssen. Okay. Gut. Ist egal. Wir machen das nochmal mit der Armbrust. Ärgerlich. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Beziehungsweise ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Das Ding hat sich nicht angezündet. Aber wie hätte ich es besser machen können, ist die Frage. Also ein paar sind auch wieder da. Er geht jetzt einen ganz anderen Weg wieder. Er hat plötzlich eine ganz andere Route. Das heißt, unsere Armbrust können wir eigentlich knicken. Da ist nochmal so ein Hauptmann. Den müssen wir auch laut Mission so ein bisschen platt machen. Vielleicht kriegen wir den aber irgendwie in einem Einzelkampf. Was haben wir denn hier noch so? Da ist wieder meine Armbrust. Noch eine Armbrust. Die nehmen wir uns. Die ist gut. Die ist schön weit weg. Und da können wir hier auf diesen Weg schießen. Okay. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Thank you.
Okay. Sneaky, sneaky. Hat? Gibt gar nicht Ärger. Was? Okay. Also das mit den Schwertern. Okay. Wir wechseln erstmal wieder zurück auf unseren heißgeliebten Speer. Das hat besser geklappt. Wobei der Diamantenausteiler natürlich auch interessant klingt. Nee, wir machen das mit dem Speer. Da sind wir besser mitgefahren, tatsächlich. Ach ja, und hier kann man nochmal sagen, ob man einen Bart haben will. Ja, Bart ist besser, oder? Oder mit Mütze. Mit Mütze. Wir wollen eine Mütze. Wir nehmen die Mütze. So, wieder einmal der Vogel. Das ist unser High-Value-Target. Hier sind auch so viele Wachen. Das ist unglaublich. Auf ein neues! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Was sind das hier? Teerfässer. So. Da wollten wir hin. Schon geklappt. Achso. Unterwerfen kann man ihn scheinbar nicht. Dann legen wir ihn hier schön in die Ecke. Zack. Weg. Erstmal weg. Und rum. Nein, 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 weg. Jetzt hat er uns gesehen. Okay, der Hauptmann ist halt saftig so. Okay. Okay. Alter Schwede. Also. Mit dem legen wir uns nicht an, den lassen wir irgendwie, aber der läuft uns halt im Weg rum. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das passt mir gar nicht. Macht mich hier jedes Mal platt. Wobei wir da auch gar nicht so schlecht austeilen. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu offensiv. So, wo ist denn jetzt der Kollege schon wieder? Ich möchte jetzt hier auch nicht 100-mal diesen Versuch, also... Das nervt mich auch. Ich meine, wir reden hier über Assassin's Creed, nicht über Sachen. Duda. Ja, ja, Duda. Halt der Maul. Schnauze, sonst fresse. So. Gehen wir erstmal hier hoch. So. Diese Zone ist tabu. Nee. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder... diesen Laufweg von vorhin.
Ich hoffe zumindest, dass es der Laufweg von vorhin ist. Das markieren wir uns nochmal. So. Ich hoffe, dass dieses Teil hier so enorm Bums hat. Wir machen hier trotzdem nochmal die Falle rein. Falle legen. Keine Ahnung, wie viel Kraft dahinter steckt. Oh, da steht noch einer. Gar nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Niemand war hier. So. Hey Su, willkommen. Schön, dass du da bist. Wenn ihr Ideen habt, wie ich das hier easy peasy schaffen kann, dann immer raus damit. Ich bin interessiert. Ich möchte mich jetzt hier auch nicht durch die Mission sterben. So, das macht mir dann auch irgendwann... Ist das dann zäh für euch und für mich? Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Weil ich habe noch überlegt, ob man nicht gleichzeitig noch vielleicht mal mit dem Vogel angreift. Dass man sich einen davon mit dem Vogel vom Leib hält. Es würde ja schon reichen, wenn ich die Wachen alle mit dem, wenn ich die Wachen alle platt kriege. Mit dem, mit der Armbrust. Dann könnte ich. Dann heißt, ich gehe jetzt auf ihn hier. Okay, die macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Okay, im Kopf schon. Okay, das haben wir verhauen. Okay, das ist kaputt, das Teil. Erstmal ein Stückchen weg. Und dann suchen wir uns einen Ort, wo wir nicht so... Hier vielleicht... Okay. Was? Oh. Okay, jetzt sind natürlich hier enorm viele. Ich würde sagen, da flüchten wir erstmal. Erstmal weg. Mann, lauf. Der Typ ist ja schon tot. Huh. Jetzt nicht sterben. Nicht sterben. Cool bleiben. Puh.
Schluss zu machen. So wirst du mir nicht entkommen. Und dann... Nein, nicht da hoch. Lauf. Wer bist du da? Schon wieder entdeckt worden. Jetzt holen wir uns erstmal hier kurz den... Wer ist da? Synchro. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Okay, also vor Helm müssen wir uns jetzt in Schutz nehmen. Was? Da bist du ja. Er klettert! Holt ihn da runter! Er klettert. Na los, komm! Und weg. Schön. Gib den Weg frei. Gib den Weg frei. Ja, Weg ist doch schon frei. Okay. Da, also das war, es hat geklappt. Ich bin überaus glücklich. So, dann schauen wir mal. Wir haben noch neue Sachen bekommen. Wir haben jetzt... Was haben wir jetzt? Wir nehmen jetzt diesen Speer, Stärke 7, Qual 19. Ist natürlich jetzt, da gibt es ein besseres. Aber das passt eigentlich so am besten in mein Club-Konzept. Und da fahre ich eigentlich wirklich gut mit, deswegen traue ich mich nicht, das zu ändern. Aber Fähigkeiten müssen wir jetzt mal langsam schauen. Das sind alles immer noch so keine Fähigkeiten, die ich... mega krass finde. Das hier würde ich jetzt einfach mal nehmen. Das ist, hat sich jetzt gerade, hätte sich das bewährt. Und dann haben wir noch einen Punkt, den können wir in irgendwas investieren. Bogenträger. Nee, das wollen wir nicht. Aber vielleicht können wir mal schauen, was wir davon haben, wenn es weitergeht. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel zwei Waffen nehmen, dann geht das hier einmal in Ultra-Hochleistung. Hochleistungsfähigkeit, die dauert aber sehr lange. Das gelingt mir tatsächlich sehr selten. Okay. Da sind natürlich krasse Kriegersachen bei. Nebelwand. Pyromane. Das wäre jetzt heftig gewesen für... Ach ne, den ich mit Feuer anrichte grundsätzlich. Feuerpfeile, das sollte ich mir nochmal anschauen, wie man Feuerpfeile kriegt. Ich glaube, ich mache das jetzt mal mit zwei Waffen, also dass man auch mal tauschen kann. Dann nehmen wir uns hier noch eine zweite und eine richtig krasse. Was Schnelles. Hier, der ist, glaube ich, gut. Ja. So. Und hier Herstellung. Kann man sich ein... Achso, guck mal. Versteckte Klinge. Und wie kriege ich hier Feuerpfeile? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Muss ich da irgendwas auswählen oder... Ein Feuerpfeil wäre jetzt auf jeden Fall krass gewesen. Das muss ich mal üben gleich, wenn ich irgendwo bin. Achso, komm, und jetzt kann ich hier mal schön hin und her wechseln. Genau. Okay, haben wir das. So, nächste Quest.
Wir suchen uns eine nächste Quest aus. Nebenquests. Nebenquests. Hauptquests. Ereignisse. Alle. Schauen wir uns da mal rum. Das ist hier wieder unsere Hauptquest. Na gut, das haben wir erledigt. Dann machen wir erstmal das hier. Dann gehen wir erstmal jetzt zu unserer Geliebten und... Wobei, da gab es noch eine mit der Schlange. Das Ende der Schlange. Die Kammer des königlichen Schreibers. Belohnung ist eine Montur und ganz viel EP. Das machen wir als erstes. Das ist ja das, was wir machen sollten. Aber sind das beides Hauptquests? Ja, okay. Dann, wo müssen wir denn da hin? Wo müssen wir denn da hin? Noch einmal. Karte. Und jetzt? Jetzt sag nicht, die ist irgendwo am Ende der Welt. Was ist das? Da sind diese Söldner. Das sind alles Nebenquests. Ja, die Hauptquest finde ich nicht, tatsächlich. Weiß ich nicht, was will er denn jetzt hier? Eigentlich hätten wir doch jetzt... Beende die Quest der Schlange. Okay, dann machen wir das ja erstmal doch, machen wir doch erstmal das andere. Hier das. Und die ist nämlich hier oben. Zack, so. Haben wir es doch. Und laufen. Na, du sollst laufen. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Gnadios Männer haben mich belästigt. Na. Die belästigen jeden. Halt! Bleib stehen! Ach, hier darf man gar nicht durch. Huiuiui. Nee, da wollen wir das auch nicht. Wir wollen ja nicht. Wir wollen nichts Böses. Wir müssen uns ans Gesetz halten. Hier kommt weg, zack. Na, und dann klettert doch auch mal da hoch. So. Hey, was? Ich schlitze dich auf! Nee, machst du nicht. Ich bin nämlich schon weg. Kein schwerer Schuss! Er klettert! Holt ihn da runter! Das ist ein richtiger Kletter. Oh, hier war eine Treppe. Wir müssen aufholen! Super! Ups, vorne hey. Damage. Hey, was? Ach. Na komm. Was? Mensch, dann laufe auch mal. Bisher nicht. Hey, was? Oh, hey, was?
So, wo ist denn unsere Quest überhaupt? Zu der wir gerade laufen wollten. Die muss doch hier sein. Schon wieder. Okay, schauen wir nochmal. So, ist natürlich nicht markiert gewesen. Junge, Junge, Junge. Oh. Hat auf jeden Fall ordentlich Wumms, der Junge. Na, laufe. Zack. Ich kann nur sehr wohl fliehen, das siehst du doch. Okay. Hier, schnell weg. Ich will weg. Du kannst nicht fliehen. Doch, kann ich. Ich laufe. Okay, da müssen wir hin. Warum habe ich denn das vorhin nicht gesehen? Das ist ja schon wieder ärgerlich. Oh, hier sind doch überall. Also an Soldaten hat es damals scheinbar nicht gemangelt. Dann lauf hoch. Komm hoch. Ja, und hoch. Und hoch. Und hoch. Auf den Palast drauf. So. Und jetzt erstmal safen hier. Sichern. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. So, und schon ist die Markierung 16 Meter unter uns. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur einen Eingang finden. Hier an der Seite vielleicht. Hier vielleicht, hier vielleicht, hier vielleicht. Da doch bestimmt. Bisschen Falling Damage. Ja, genau. Müssen wir tatsächlich zur Tür rein, oder was? Okay, ich hatte gehofft, dass es nicht so ist. Sieht uns wieder einer? Nee. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sieben, einer gerade noch rausgekommen da. Ah, super, da unten ist eine Tür. Dann versuchen wir die mal. Nehmen wir die Rückseite. Ist mir durchaus lieber. Oh, runter. Oh, noch einer. Zack. So, höchste Konzentration. Bloß niemanden aufwecken. Etage hoch. So.
Here we go. Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Gegenstand zur Interaktion benötigt. Verschlossen. Okay, was für ein Gegenstand? Wer ist die Schlange? Ah, guck mal, hier ist noch eine Leiter. Eine Leiter. Mhm. Hm. Okay, das heißt, wir können hier hochklettern. Wenn es für irgendwas eine Leiter gibt. Aber okay, da war jetzt auch nichts. Eine Leiter. Mhm. Ja. Eine Leiter. Immer noch. Eine krasse Leiter. Na los. Ah, ahoi. Okay. Ah, ein Schlüssel. Na, gucke an. Das finde ich, haben sie gut gemacht, dass man nicht einfach dass man auch ein bisschen noch ein Rätsel lösen muss. Das finde ich schön. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Eared Eudorus töten. Okay, jetzt wissen wir, wer die Schlange ist. Das heißt, wir werden jetzt der Schlange den Kopf abschlagen. Wir werden es zumindest probieren. So, jetzt müssen wir erstmal hier ungesehen wieder rauskommen. Damit das hier nicht so ein riesen Heckmeck wieder ist. Hier wäre auch ein Fenster gewesen. Schön, dass wir das vorhin, dass ich das vorhin nicht gesehen habe. Und jetzt hier, zack, Palastmauer und irgendwo weg. Ach guck mal, das war easy hier. Falling Damage. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Wir haben neue Ziele, wir haben jetzt hier die Schlange. Das ist aber auch ein richtig hübsches Kerlchen, oder? Richtig hübsches Kerlchen. Okay. Wir haben neue Quests bekommen. Hauptquests. Ach so. Das Ende der Schlange. Das haben wir doch getan jetzt hier. Erreiche das Badehaus. Okay. Ist auf der Karte markiert und zwar genau hier. Und dann wollen wir da mal hin. Ja, das ist jetzt hier. Wie kommen wir denn jetzt hier am schlauesten weg? Das schauen wir uns nochmal auf der Karte an. Auch tatsächlich Richtung Süden laufen. Okay. Na gut. Oder wir machen eine Schnellreise hierhin. Das ist, glaube ich, angenehmer. So, zack. Ja.
Knormann. Genauso sieht er aus. Richtig hübsch. Ein Traumtyp. Ist, glaube ich, noch zu haben. An alle Single-Ladies da draußen. Bewirbt euch. Schiffre geht gleich raus. So, das ist Badehaus. Ja, richtiger Traum, Mann. Da können wir beide einpacken, kann ich dir sagen. Okay, das wird jetzt hier eine Klingengeschichte. Ich denke mal, der Vogel ist nicht am Start. Genau. Würde vielleicht auch dezent auffallen, wenn wir den hier nutzen. Ich finde es schon sehr auffällig, dass wir da diese Klinge so in der Hand haben. Das fällt gar nicht auf. Und hier sind auch Wachen. Ich liebe es, herzukommen. Ich bedauere, allein das Gebäude ist die Reisewelt. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Er kommt einfach hierher, um nackte Knaben zu begaffen. Hallo, das ist hier, das ist hier, wie nennt man das? Kleiderlos. Ja, ziehen Sie bitte Ihren Pullover aus. Hallo. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Das Badewasser. Du meinst, ob ich den einen Traummann wie Freddy Krüger verstanden habe? Ja, weil Freddy Krüger doch immer im Traum kommt. Hab ich schon kapiert. So, jetzt. Halt! Bleib stehen! Nee. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Es geht. Lass die Handtücher bereit. Meyer ist ein willloser Schwächling. Der hat auch noch einen Pullover an. Da ist er. Hallo. Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Geh mir nicht auf die Nerven, wenn's recht ist. Dummkopf. Ja. Trottel. Simonides, du hast zu viel Wein getrunken. Habe ich. Und ich werde es wieder tun. Doch selbst wenn nicht, wäre unser Pharao dann weniger kümmerlich? Sicher eine Krankheit. Ich hätte mich nicht mit diesem Seemann einlassen sollen. Da kommen wir doch da bestimmt irgendwie hoch. Aber kann man hier klettern ohne dass was passiert? Muss ich denn wirklich alles selber machen? Sollte ich vorsichtig sein. Was haben wir da drin noch? Ach, guck mal, Attentat. Das war ja easy. Hätte ich mir jetzt schwerer vorgestellt, tatsächlich. Wachen! Mach die Klinge raus. Na also. Schnipp, schnapp, Finger ab. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Gut.
Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Alrighty then, minus 1. So, jetzt sollten wir unser Fingerchen mitnehmen. Nicht, dass das hier... Eudorus, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet. Ja. Sieh nur das Blut. Aber er war doch so schön. Es ist Eudorus, arme Seele. Er war doch so schön, haben die das gerade echt gesagt? Und jetzt gucken, dass wir hier rauskommen. Lebend. Das hätten wir schon. Noch nicht. Ein Finger müsste da gefunden haben. So, schön gemacht. Ja, Alter. So kann man es machen. Schön. Level up. Und wir haben eine Bademontur. Das ist super, die wollte ich schon die ganze Zeit haben. Die Schlange ist tot. So. Dann können wir uns jetzt ja mit unserer Dame treffen wieder. Und, achso, hier diese Montur will einmal angeguckt werden. Ja, haben wir. Finde ich gut. Fähigkeiten können wir auch nochmal schauen. Oh, das wollte ich nicht. Hochleistungs-EP, Angriff und Stoß, das ist natürlich an so einer Klippe großartig, aber die Frage ist, ob wir das oft nutzen können. Adrenalin und Entführung, habe ich jetzt irgendwie noch nicht so den Eindruck, dass wir das unbedingt brauchen. Das hier schon am ehesten. Ja, aber hier in Richtung Pyromane vielleicht noch, oder Schlafpfeile könnte ich mir auch gut vorstellen. Damit wir mehr so in Richtung Sneaky-Sneaky gehen können. So, Inventar. Wir haben ein Nilpferdfleisch haben wir bekommen gerade beim Meucheln. Ja, jetzt gehen wir aber erstmal uns unsere Lady holen. Zurück zu unserer lieben Dame. Quatsch, falsch. Quest. So. Hauptquest zu Aya. Die müsste jetzt nämlich verfügbar sein. Ah, da ist sie ja jetzt. Zack. So, dann laufen wir da mal hin. 150 Meter, das machen wir zu Fuß. Da ist eine Treppe, habe ich gesehen. Brauchen wir nicht wieder klettern? Tatsächlich, Alexandria erinnert mich hier so eher an Rom gerade so ein bisschen. Also es... Das macht, also nicht so das, was ich mir bisher so unter Ägypten vorgestellt habe, tatsächlich. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudorus. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau.
Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Tratstante. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Verdammt, ist das kalt. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Wow. Ich kann fast das Blut schmecken. Okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. So. Ja, gut. Jetzt hochklettern wieder. Deine Geschichte wird erzählt. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Darüber. Na? Na komm. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Wow, sei nicht so aggro. Okay. Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Gut, hätten wir das geklärt. Hier geht's jetzt weiter. Wir gehen zurück in den Animus. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Scheint fertig zu sein. Möchtest du in den Animus zurückkehren? Ja, möchten wir. Ich sag's doch.
Gut, gut. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra. Aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. So. Wir haben noch eine Stunde geschafft und gehen noch einmal kurz in die Pause. Dazu wünsche ich euch, holt euch was zu trinken, was Kaltes, was Warmes, wie auch immer. Geht nochmal kurz auf die Toilette und dann starten wir gleich in Runde 3. Bis gleich!